Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore nach 6 Monaten Pause. Ja, das war ein bisschen turbulent und dann habe ich auch so ein bisschen, was heißt das, Interesse verloren. Ich suche im Moment so ein bisschen einen neuen Zweck für die Welt, weil das mit dem Maya-Dorf hat im Moment nicht so ganz mein Interesse. Ich habe zwar die Sachen alle, das meiste habe ich zwar in der anderen Welt fertig, aber im Moment habe ich da irgendwie einfach nicht so wirklich den Nerv. Ich hoffe, dass das noch zurückkommt, weil ich würde es ungern unfertig lassen. Und dann kamen andere Sachen dazwischen. Ich mache ja eigentlich auch noch anderen Content. Und deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wo wir überhaupt hier waren. Ich habe jetzt dazwischen jetzt mal ein bisschen aufgeräumt und ein paar Notizen gemacht, aber nicht wirklich was Weltbewegendes. Wo doch ein bisschen was. Ich kann gleich mal was zeigen. Willkommen, Charme, jetzt im Stream. Ja, das mit HGL geht, das. Ich bin mal gespannt. Das ist jetzt mein Baby. Ich kann ja mal gerade zeigen, eine Sache, die ich zum Beispiel gemacht habe, einfach weil ich sie echt jetzt mal gemacht haben wollte, und dann konnte ich nicht mehr warten, bis ich wieder streame. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, ehrlich gesagt, weil es mich ein bisschen enttäuscht zurückließ. Moment, wir gehen einmal runter in die Mine, dann zeige ich euch das. Noch weiter runter. Ich glaube, ich muss hier irgendwie, glaube ich, echt mal einen Water Elevator einbauen. Wie man sieht, hier geht's ab. Also, ich meine, ich habe die Mine generell mal immer wieder mal besucht. Einfach, wenn ich mal irgendwie ein bisschen was mit stumpfer Ablenkung brauchte. Aber das hier ist nicht das Resultat meiner Spitzhacke. Sondern das war tatsächlich das erste Mal. Ich habe damit vorher noch nie gearbeitet, aber. Boah, ich bin recht weit gewesen schon. Ich habe immer so ein bisschen Panik, die Minenschächte zu weit zu ziehen. Jetzt am Mining off Screen. Ja, ich kann ja kurz demonstrieren. Das ist mein erster Tunnelbohrer. Irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Ja. Ich habe dann leider sehr schnell festgestellt, so ein einzelnes Ding verliert schnell seinen Reiz. Weil es ist halt auch begrenzt, was dabei rumkommt. Ich hatte mir da irgendwie mehr erhofft, wenn ich schon hier bin. Ich meine, vielleicht ist das auf einem anderen Level auch, wenn man nicht unbedingt nur Diamanten sucht, besser. Aber Diamanten sind eigentlich das. Ich habe tatsächlich mal kurz im Gang gespielt, weil ich ein paar Videos gesehen hatte und dann ein bisschen größenwahnsinnig wurde, ob ich mal einfach versuchen sollte, eine Zeit lang einfach richtig rich zu werden, was Diamanten angeht. Aber dafür braucht man eigentlich schon richtig diese verzahnten Tunnelbohrer, wo du dann irgendwie 10 Flying Machines miteinander hast oder noch mehr, die du dann alle zentral steuern kannst. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Redstone. Vor allem, weil da auch, wenn man halt es eigentlich nur nachbaut und nicht versteht, wie es funktioniert, dann kann da auch relativ viel schief gehen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Mit denen arbeite ich vielleicht doch noch mal mehr an verschiedenen Orten. Aber ich glaube, so ein verzahntes Ding, ich weiß nicht, ob ich dafür jeden Skill besitzen werde. Ich meine, ich hätte zwar irgendwie. Manchmal habe ich schon Lust, mein Redstone-Game ein bisschen zu verbessern. Ich habe mir tatsächlich auch gestern noch ein paar Videos dazu angeguckt. Aber ich finde halt, Redstone ist so eine Sache, dafür muss man ein Gespür haben oder eben nicht. Wenn man dieses Gespür nicht hat, ist es sehr frustrierend. Weil dann baut man die Sache nach. Hat vielleicht auch halbwegs drauf, wie sie funktioniert, wenn es kein mega komplizierter Mechanismus ist. Und dann funktioniert es trotzdem nicht so, wie es soll. Und dann stellt sich raus, dass halt irgendein Minecraft-Update, irgendeine Interaktion, die auf der Mechanismus halt vorher beruhte, verändert hat. Und dann muss man erstmal rausfinden, was der Fix dafür ist, weil wenn du Pech hast, dann hat das halt nur nochmal ein anderer YouTuber halt gefixt, aber halt nicht derjenige, der das ursprünglich gemacht hat. Und dann, ja, es ist halt, es kann sehr frustrierend sein, weil eigentlich, also es ist ja schon irgendwie konsistent, zumindest auf Java, aber nicht immer so richtig durchsichtig. Aber eine Redstone-Sache, an der ich mich heute mal probieren möchte, ist ein Shulker-Box-Unloader hier. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den hier hinquetschen soll.
Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass der hier oben dann durchragt. Ich hoffe, das kriegen wir hin, dass es halbwegs gut aussieht. Oder halt, das wäre dann vor allem halt beim Sanddublikator um etwas, einen Schulkerbox Loader, dass wir da halt dann immer fertige Schulkerboxen rauskriegen, die dann da schon den Rand voll sind. Weil das ist da ziemlich beengt und dann jedes Mal die Schulkerboxen platzieren, manuell die Sachen rausholen, da reinpacken. Es ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Auch einfach irgendwo irgendwas, was weiter den Untergrund aus Undertale. Oh je. Oh je. Ich glaube da. Wireless Redstone, was? Ja, gut, mit den Target-Blocks und mit den Skulk-Sensoren geht das ja inzwischen. Wobei wir waren ja auch noch nicht im Deep Dark. Und ich habe auch noch keinen Grund dazu. Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe jetzt mal die Karte hier rüber verlegt. Wir haben dafür, dass diese Karte jetzt schon 3 Jahre alt ist, oder auf die 3 Jahre zugeht, echt nicht so viel entdeckt. Das sind 4 komplette Karten und das war's. Aber ich bin halt auch jemand, ich gehe nicht groß rumfliegen, wie es andere. Also wenn ich immer YouTuber sehe, die dann irgendwie 30.000 Blöcke rausfliegen, um alle Biome zu finden, und ich denke mir so, ja, ihr macht das jetzt, um alle Advancements zu kriegen, aber wenn ihr halt nichts Bestimmtes sucht, dann heißt das halt, sobald ein Minecraft-Update kommt, müsst ihr umso weiter fliegen, um Orte zu finden, wo ihr diese neuen Sachen halt haben könnt. Außer man geht natürlich hin und löscht dann irgendwie alles, wo man nicht gebaut hat. Was, wenn das ist nicht, wenn man das machen will, dann rede ich da auch Leuten nicht rein. Hier habe ich übrigens nochmal, ich bin gestern nochmal ein bisschen rumgeflogen, ich habe jetzt auch die Drowned Farm hier draufgepackt. Ich weiß nicht, ich bin auch nicht so hundertprozentig zufrieden hier mit der Base. Ich habe überlegt, weil das ist ja doch alles relativ beengt. Und ich mag, wie es sich entwickelt hat, wie das alles so ein bisschen verzahnt ist da unten unter der Haube. Das finde ich immer sehr cool. Aber es ist schon auch irgendwie klein. Und deswegen habe ich dann überlegt, ob wir nicht versuchen, so eine neue Base zu bauen. Aber ich will halt nicht alles schon wieder von vorne bauen. Hier sind ja auch einige Farmen drin. Vor allem das Sortiersystem, das war halt ein Haufen Arbeit. Und ich will auch nicht alle Items verlegen. Also, ich weiß nicht. Ich brauche halt irgendwie im Moment ein Projekt, wo ich auch einfach mal, ohne dass ich groß Sachen vorbereiten muss, offscreen, einfach mal machen kann. Ich habe überlegt, ob Diamantenfarmen sowas, oder einfach Höhlentouren sowas sein können. Aber da kommt halt nicht wirklich was drumrum, weil Diamanten eigentlich ziemlich useless sind. Außer halt zum Flexen. Und zum Flexen, wie gesagt, wenn man solche Mengen haben will, dann braucht man halt wirklich diese krassen Tunnelbohrgeschichten. Das ist so ein bisschen mein Dilemma. Und die restlichen Rohstoffe, also abgesehen jetzt mal von Ancient Debris, was das gleiche Problem hat wie Diamanten, ist halt, ja, die anderen Ressourcen kann man alle farmen. Deshalb ist es eigentlich voll useless, irgendwie für Gold. In einem Badland-Biom eigentlich da Minen zu gehen, ist cool, weil es so viel Gold da gibt. Aber das Gold kriegst du halt in einer Goldfarm mit wesentlich weniger Aufwand, wesentlich schneller. Also, ja, da muss ich mir noch was überlegen. Also bei Diamanten, der größte Nutzen für Diamanten sind halt im Moment die Bäume. Deswegen habe ich jetzt auch als Zuschauerbelohnung, dass man eine Baumpatin schafft, auch über Zuschauerpunkte kriegen kann auf Twitch und auch darüber seinen Baum upgraden kann, wenn man das möchte. Wobei je nach Farbwunsch, den ihr habt, habe ich es heute noch festgestellt, ist das nicht mal so nützlich, wenn ihr dann nicht die höherwertigen Materialien nutzen wollt. Und irgendwas bräuchte ich auch noch dann für die Leute, die schon T3 haben. Aber was ich gemacht habe, ich bin hingegangen, ich habe hier mal die Glow Squid Ink auf die Schilder angewandt und ich habe sie mit Farben versehen, je nachdem, ob es Patrons sind oder ob es Twitch-Abonnenten sind, beziehungsweise jetzt, wo es die YouTube-Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal gibt. Hätte ich dann noch rot für Leute, die darüber den Baum kriegen. Das war dann so ein Detail, was ich noch haben wollte. Ich sollte anmerken, ich führe Buch darüber, über diese Bäume. Damit ich die im Zweifel halt relativ schnell wiederfinde. So, jetzt habe ich ganz lange geredet und noch nichts erreicht. Genau, Moment. Das hier ist übrigens Material für eine Mud- bzw. eine Clay-Farm, die dann hier hingehen würde. Also dann wird wahrscheinlich der Teil hier verschwinden. Das würde dann ziemlich knapp hier enden. Ich weiß aber gar nicht mehr. Habe ich Platz? Ja, oder? Boah, mein räumliches Vorstellungsvermögen verlässt mich hier gerade.
Es könnte, das müsste die Wand sein, ne? Nee. Die Wand ist das. Ja, okay, das. Doch, ich glaube, ich habe es ursprünglich. Ich glaube, ich habe es mal ausgemessen, aber es ist schon wieder ewig her. Große Buildings sind ganze Zeit im Kopf hat. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich habe ja jetzt in letzter Zeit viel mit Lightmatica gearbeitet. Und für so komplexe Mechanismen oder wenn ich einfach nur Sachen nachbaue, ist das auch total geil, weil es ist auf jeden Fall besser, finde ich, als ständig also in eine andere Welt zu wechseln oder auf Screenshots gucken zu müssen. Das unterbricht hier immer den Fluss im Stream, finde ich. Nur früher, so vor 10 Jahren, als Minecraft noch neu und cool war, hat man halt diese ganzen Farmen selber designt. Und ich auch. Und das ist mir so ein bisschen flöten gegangen die letzten Jahre. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Also auch selbst ganz normale Farmen. Und dann kommt noch dazu, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Das andere ist, also jetzt zum Beispiel für Gebäude, die ich mehrmals baue, wie zum Beispiel jetzt bei der Maya-Dorf war es ja auch so, ich habe hier Türme an verschiedenen Orten gebaut, ich habe manche Gebäude mehrfach gebaut und da will ich auch, dass die gleich sind. Aber so dieses Gebäude freestylen ist auch eigentlich etwas, wo ich besser werden möchte. Und ich werde nicht besser, wenn ich die ganze Zeit Lightmatica nutze, die Sachen dann halt creative vorplane. Aber da kommt halt auch wieder das Problem rein, dass ich nicht wirklich weiß, was ich groß bauen möchte, was kompletter Selbstzweck ist. Also tatsächlich ist auch, zum Beispiel auch, wenn ich mir Filzer angucke, das, was der macht, er sagt halt auch, bau eine Farm und bau irgendwas Cooles drumrum. Aber sowas, ich sehe halt schon, was er meint, weil irgendeinen funktionellen Zweck muss es meiner Meinung nach schon erfüllen, damit du einen Grund hast, hinzugehen. Sei es, dass zum Beispiel beim Nether-Monument die Guardian-Farm drin ist. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich nicht noch ein paar Monumente drainen will, weil das schon auch irgendwie ziemlich therapeutisch sein kann und man da auch definitiv noch mehr Sachen machen könnte. Und es wäre was, was auf der Karte zu sehen wäre, wie hier. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch immer das Gleiche. Und ich finde, ein Monument zu transformieren, so wie ich es mache, ist halt auch jetzt nicht gerade eine kreative Leistung. Vor allem habe ich wieder festgestellt, Monumente haben eine gerade Anzahl an Blöcken an den Seiten. Das heißt, die Musterung, die ich vielleicht noch hinzufügen wollte, kann ich auch nicht machen. Ich habe überlegt ein bisschen hier, wie ich es hier gemacht habe. Mit dem Ankh. Das geht natürlich nur mindestens mit einer 5er Breite. Oder einer 7er Breite, aber nicht mit einer 4er Breite, weil sonst ist es nicht symmetrisch. Oder sieht weird aus. So, wir können mal kurz ins Notizbuch gucken. Ich habe hier einige Sachen im Laufe der Zeit. Baumfarmen, genau. Spawn Chunks neu gestaltet. Ist auch so ein Riesending. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Spawn Chunks machen will. Ich will auch gerne irgendwo einen Platz für eine riesige Karte haben, die ich nie wieder verlegen muss. Wo ich beliebig mich ausbreiten kann. Aber ich finde halt erstmal, es müsste irgendwie in den Boden eingelassen sein, dass ich auf der Karte laufen kann. Weil hier, wenn ich hier gucke, man sieht schon, da oben. Das kann man nicht mehr lesen. Es bringt mir also nicht so viel. Ich muss schon irgendwie hier drüber laufen können. Und dann weiß ich halt nicht, wie viel Platz ich einplanen möchte, weil egal wie viel, es ist irgendwie endlich. Und dann müsste ich halt wieder mühsam das erweitern. Selbst wenn ich sage, ich erlaube mir halt pro Update halt irgendwie immer so einen Ring oder ein Quadrat dazu, was ja schon dann ein quadratischer Anstieg mit der Versionsnummer wäre. Also so viel werde ich nicht erkunden. Aber es ist halt endlich und das stört mich. So, gehen wir mal kurz. Na, es ging ja noch weiter. Mag man Human Froglight Farm? Ja, dafür bräuchte ich eine Bastion. Am besten eine mit Magma Cube Spawner. Beetroot Felder, das können wir vielleicht heute abhaken. Straßen auch, ja. Genau, da hatte ich überlegt, ob wir die Stone Bricks durch Mud Bricks ersetzen. Aber die Mud Bricks sind gar nicht so cool. Habe ich ja festgestellt. Habe ich Mud Bricks gerade mal irgendwo zur Hand? Ich fand die Mud Bricks. Ja, ich wollte sie ja für die Maya-Stadt einsetzen. Die waren dann ziemlich lame. Also zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Hatte ich für Mud noch keine.
kein Storage festgelegt? Oder habe ich es nur in der, ich habe es nur in der Dingswelt getestet, oder? Ne? Ich habe es nur in der Kreativwelt getestet. Ich glaube, ich habe hier noch gar keine Mud Bricks gemacht. Oder? Oder war es hier? Nee. Verdammt. Genau, hier ist noch ewig viel Platz. Oder war es hier oben irgendwo? Ich weiß, hier sind ja auch zwischendurch mal Slots frei geworden. Aber ich glaube nicht. Nee, vielleicht im, im Dings, in der Truhe. Nee. Ich weiß nämlich jetzt gerade gar nicht, wie Mud Bricks in Misas Pack aussehen. Aber ich hätte überlegt, ob die sich vielleicht besser für die Bereiche außerhalb der Wüste eignen als Begrenzungssteine. Ich glaube, du musst versuchen, dir zu erlauben, Dinge zu bauen, die später wieder umgebaut oder abgerissen werden. Umgebaut, ja, ich möchte aber auch nicht. Aber abreißen ist halt immer blöd. Das ist eigentlich immer so eine Verschwendung. Was ich mir erlauben müsste, ist irgendwo, beziehungsweise ich bräuchte halt irgendeine Idee, irgendwo was hinzubauen, was einfach nur ein Landmark ist. Oder dass es irgendwie einen Zweck erfüllen muss. Wo habe ich Dings? Wo habe ich Erde? Jetzt habe ich einfach schon 15 Minuten Monolog und noch nichts gemacht. Ich glaube, der Watt-Channel wird sich freuen. So, wir probieren es mal mit denen. Und von dem Abriss immer ein Backup machen? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Pass auf. Zehn, elf, zwölf. Buch packen wir auch mal nach oben. Buch. Na, so. Pass auf, wir können... Sehr schön. Das füllt sich jetzt von selber wieder auf. Ach ja, was ich gemacht habe, wir können jetzt problemlos, ich kann mit R jetzt Items der gleichen Familie abrufen. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich auf ein Schwert oder auf ein Werkzeug gehe, dann halt Werkzeuge. Oder zum Beispiel jetzt hier. Oder zum Beispiel jetzt auch. Könnte ich jetzt über die Fackel alle Lichtquellen abrufen. Der nimmt die dann auch aus Schulkerboxen raus. Wobei, ich glaube, er füllt jetzt hier nicht nach, ne? Ich kann auf Laterne gehen, aber ich kann jetzt nicht die Fackel nachfüllen. Das ist nicht so cool. Aber ansonsten, bei normalen Baublöcken nimmt er dann halt die, die irgendwie damit zu tun haben. Also hier dann zum Beispiel halt auch Packed Mud, Mud Bricks, dass man halt ein bisschen leichter die Sachen aus seinem Inventar hier kriegen kann. Und hier geht's dann halt mit Nahrung. Was will ich mit Wireless Redstone? Ich muss auch... Redstone ist ja kein Selbstzweck. Wie funktioniert ein Mud? Musste man dafür zum Stonecutter gehen? Nein. Hä? Wie funktionierte Schlamm? Muss das in den Ofen? Aber dann, ich meine, ich habe es doch gerade extra angefeuchtet. Ich hab
kapier's grad nicht. Wait. Crafting Ingredient. Ah, okay, mit Weizen war das. Ja, das war ja total strange. Habe ich hier noch? Nee, hier habe ich nur noch die Überreste der ganzen Kühe, die wir hatten. Hi Andyman, danke fürs Prime-Abo. Ich muss mal gerade gucken, habe ich dich schon auf der Liste? Ja, habe ich. Moment, dann sollte ich mal vielleicht einen vollen Twitch-Nick nehmen. Wobei, warte, ich habe deinen Discord-Nick genommen. Genau, du bist ein Patron, deswegen. Deswegen, so, Moment, wo haben wir, in dem Sortiersystem auf jeden Fall Weizen, ich weiß auch wo. So, Packed Mud, Mud Bricks. Ich gehe hier irgendwo mit hin, also keine Sorge, ich habe was vor. Ich weiß nur noch nicht genau was, aber es gibt ein paar Dinge, die wir heute tun könnten. So, wenn ich mir das jetzt angucke. Sieht scheiße aus. Sieht genauso scheiße aus wie das. Sorry, aber es sieht halt weniger gepflegt aus. Mir gefällt ja dieser harte Übergang überhaupt nicht. Also das hier fand ich, ist halt total toll für die Wüste, aber ich würde es halt nicht genau so weiterführen wollen mit hier jetzt, wo es in grünere Gefilde geht. Deswegen habe ich dann hier mit Terrakotta gearbeitet. Ja, so gefällt mir das an sich schon. Wo ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht was Besseres als Stone Bricks als Rand gäbe. Aber wie gesagt, dieser Übergang ist halt so hart. Also dafür bräuchte man wirklich eigentlich eine Connected Texture mit den mit dem Concrete Powder, dass das hier so ein bisschen drüber geht und hier so ein bisschen drüber geht. Dass dann so ein weicherer Übergang vorhanden ist. So wie hier mit dem Sand und dem Sandstein. Ja, Panda, ja, willkommen zum Stream. So. Der scheiß Enderman, die immer ihren Müll überall abladen hier. Guckt euch die Scheiße an. Und ich darf dann aufräumen. Da kriegt man eigentlich Lust auf ein Datapack extra, damit die Endermen nicht griefen. Ja, jetzt ist da irgendwo ihr Ding, aber sie machen halt nichts Sinnvolles. Wenn man dann ein schönes Bild hat, und also sie können zwar nur natürliche Blöcke von der Seite aus aufnehmen, aber es ist nicht cool, wenn man dann die mal im Bereich nicht komplett einebnet. Das ist auch so eine Sache. Also ich weiß nicht, ob ich das nicht ein bisschen einebnen sollte, dass das hier ebenerdig ist, weil das hier ist irgendwie uncool. So, Mud Bricks packe ich mal gerade hier oben rein. So. Das kann in das Sortiersystem, das geht dann von selber an den richtigen Ort. So. Hilfe, neue Belohnung für Subscriber, Patrons. Die Leute dürfen ein Gebäude bestimmen, was du bauen musst. Man kann sagen, es muss ein Siedlergebäude sein oder so. Man kann aber auch sagen, man kann ein komplettes Schematik erstellen, was du dann bauen musst. Ist aber dann halt nicht wirklich mein Werk. Ich baue dann ja auch nur nach. So, wir gucken nochmal gerade ins Notizbuch. So, Beetroot-Felder. Dafür müssen wir irgendwo mal ein bisschen rumfliegen und gucken, dass wir mal Beetroots finden, aber das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Also irgendein Feld wird die ja haben. So, Schlammgenerator, genau. Straßen ausbauen. Das mit den Stonebricks durch die Mudbricks ersetzen lassen wir bleiben. Den Kartenschrein, genau, das ist auch so eine Sache. Aber das ist vielleicht perfekt für eine Songs of War-Referenz. Dunkler Tempel, ja, tatsächlich,
Ich hätte schon irgendwie Bock, so ein dunkles Volk-Biom zu bauen. Selbst wenn es erstmal nur das Biom ist, ohne Gebäude. Aber ich wüsste halt nicht, wo. Und ich finde halt, eigentlich macht es Sinn, wenn die Siedlersachen alle irgendwie halbwegs aneinander angrenzen. Aber ich weiß ja noch nicht mal, wie groß das Maya-Gebiet am Ende sein wird. Geschweige denn, was in dem Umgebungsbereich dann so ist. Also dazu müsste ich das Projekt halt erstmal fertig machen. Das hält mich halt so ein bisschen auf. So, das Korallenriff abbauen. Ja, wir sollten zumindest aber dann gucken, dass wir halt da irgendwas lassen, dass wir die Coral-Fans, also ich war welche holen, eine Handvoll für den TNT-Duper, für den Tunnelbohr. Aber ansonsten, ich will das Korallenriff nicht einfach nur abbauen, nur um die Blöcke zu haben. Ein paar Korallen müsste man, finde ich, schon da lassen, damit man da auch halt diese kleinen Korallen nochmal farmen kann, wenn man möchte. Weil das geht, glaube ich, halt nur in dem Biom. Also es muss in einem Warm Ocean sein, so rum. Was man noch machen könnte, wäre Eisfarmen, weil ich glaube, in der Nähe vom Neta-Monument müssten ein paar Eisberge sein, die da eigentlich nicht mehr hin sollten. Einfach auf die Türme und Grenzsteine achten. Aber die sollen sich ja noch ausbreiten. Es fehlt ja noch die komplette Schwerindustrie und die Holzproduktion und die Steinproduktion. So, AFK-Plattform verschönern. Ja, das ist für das Neta-Monument da drüber. Ich habe dann echt überlegt, das, was mir einfiel dafür, aber es ist, finde ich, halt auch zu klischeehaft. Und ich habe auch gar nicht den Film gesehen, aber dieses Haus aus oben mit den Ballons, das ist ja eigentlich nicht, das heißt nicht mega kompliziert. Man muss ja nicht, es muss es ja auch nicht 1:1 nachbauen. Aber es ist halt schon, aber es ist halt, finde ich, auch irgendwie so basic. Und ich finde, eine AFK-Plattform sollte ja eigentlich auch schon irgendwie, man sollte schon irgendwie nach unten sehen können. Deswegen bin ich da halt auch noch zwiegespalten, ob ich sowas machen will. Aber ich bräuchte halt eigentlich, finde ich, irgendein Design, was halt ich habe, womit ich halt, wie ich halt AFK-Plattformen baue. Dass die halt nicht nur irgendwo oben, wo man nie hinguckt, drin sind, sondern halt, ja, irgendwie auch ein bisschen was zur Ästhetik der Welt beitragen und man da auch gerne mal hinguckt. So, dann. Da habe ich auch überlegt, bei der River Skelett Farm einen Pumpkin Dispenser zu machen, weil das Ding ist, sobald die River Skelette, wenn du die keinen Schädel haben, können ja mit einem Pumpkin versehen werden. Und dann würden sie als markiert und würden nicht mehr zum Spawn Cap zählen. Das würde natürlich die Raten ein bisschen erhöhen. Problem damit ist aber, dass wir dann trotzdem eine Lösung für Entity Cramming brauchen. Und das setzt voraus, dass wir halt an den beiden untersten Blöcken entweder Leitern oder Vines hinsetzen. Wir können aber am untersten Block nichts dergleichen hinsetzen, weil wir da schon eine Druckplatte haben. Ich habe ja diesen Indikator gebaut mit den Lampen, um zu sehen, ob mehr als 15 Skelette da sind. Und ich habe ehrlich gesagt so viel getüftelt, um das hinzukriegen und war dann so stolz, ich will das nicht wieder abbauen. Abgesehen davon, dass wir auch nicht den Riesenbedarf an River-Skelett-Schädel haben im Moment nicht so den Bedarf. Wenn ich mal gerade ins Beacon-Kit gucke, wir haben 52 Beacons, die wir noch bauen können. Ich habe eigentlich die Farm am Ende mehr für Kohle und für Knochen gebraucht. Wir sind jetzt eigentlich auch mehr für Knochen, weil wir haben jetzt eh unbegrenzt Lava. Das heißt, unser Superschmelzer arbeitet auch kostenlos. Und deine Zuschauer können mit Kanalpunkt nur da, wo ein eigenes Team gründen. Dann brauchst du für deren Team mit einem Turm mit dem Standardbereich. Mit dem weiteren Kanalpunkt kann man sein Gebiet erweitern und neu gebaut machen. Das ist alles so kompliziert. Ich hoffe ja schon, dass die neuen Kanalbelohnungen ein bisschen attraktiver sind. Also, ihr könnt mich damit auch jetzt ein bisschen mehr rumkommandieren. So, was hatten wir noch? Wir haben noch zwei Sachen. Genau, das mit dem Shulkerbox-Unloader und mit dem Shulkerbox-Loader beim Sandduplikator. Eins von den beiden möchte ich auf jeden Fall heute hinkriegen. Ich würde sagen, wir machen erstmal das. Genau, was ich noch jetzt übersprungen habe gerade. Wo ist es? Ich hatte überlegt, ob wir eine zweite Rüstung machen sollen, die dann meine Standardrüstung wird mit Thorns 3. Das macht aber nur Sinn, wenn wir hier den Villager halt dann zu unserem Thorns-Villager machen, weil Thorns 3 viermal bekommen, yikes.
So gut, hier Neverred Chestplate und so, das wird eigentlich relativ easy. Efficiency 5, Feather Falling 2, Fortune 2, Aquafinity, also das brauchen wir alles nicht. Mending, Bane of Arthropods 3, Power 2 hat der und der hat nur Looting. Stimmt, der hatte nur Looting. Uff. So. Kann man eigentlich noch einen Baum im Minecraft haben, wenn man Twitch-Abonnent ist? Ja. Du müsstest auch einen Baum haben. Ich glaube, du warst einer der Ersten. Moment, ich könnte ja mal kurz gucken gehen. Jetzt bin ich schon seit 30 Minuten dran. Ich habe noch nichts gemacht. Aber ich hatte halt ein bisschen Housekeeping zu tun. So, Moment. Bleibbaum. Wir müssen noch ein paar Bäume bauen. Ich habe ja noch 4 Leute auf der Liste. Müsstest du doch eigentlich schon längst hier gewesen sein. Ich habe noch keinen Baum soweit. Ich weiß, ich baue die auch oft offscreen. Also irgendwo musst du einen... Ey, du musst eigentlich schon einen Baum haben. Du bist ja eigentlich nicht erst seit gestern. Außer ich habe den noch wirklich nicht gebaut, aber du bist ja schon länger eigentlich. Also ich habe sogar irgendwie im Kopf, dass du einer der Ersten warst. Doch, hier, da. Hier bist du. Stimmt, du hast, glaube ich, während einem Dark Souls oder so, Stream oder so, glaube ich, abonniert und da habe ich den Baum offscreen gebaut. Also du hast einen Baum. Ich glaube, die Straßen, das müsste auch erstmal ein Projekt sein in Zukunft, dass wir diese Straßen einfach mal so lange führen, bis wir irgendwas finden. Sei es Küste, sei es irgendwas, was wir gebaut haben oder sonst irgendwas. Ich habe früher irgendwie gedacht, dass diese Straßen vielleicht ewig gehen und so ein bisschen so die Orientierung in der Welt sichern sollen. Aber ja, wir werden keine Straßen über ein riesiges Meer bauen. Also das sähe auch dann wahrscheinlich sehr out of place aus. Dann wahrscheinlich eher da irgendwie einen Hafen oder sowas bauen. Muss ich nur gerade bedenken, ach, das triggert jetzt auch mein OCD. Eigentlich... Ja, das führt jetzt hier einmal rum. Aber eigentlich müsste die... Also dieses Haus hier ist halt einfach maximal im Weg. Ich glaube, ich will dieses Haus weghaben. Glaube ich. Weil ich habe ja jetzt eine Villager Breeder. Wie bekommt man einen fancy roten Baum? Man kann einen Wunsch fürs Material abgeben. Deswegen gibt es ja den Baumsupport-Discord-Chatraum, auf dem Patrons und Twitch-Abonnenten Zugriff haben. Aber den nutzt halt keiner. Und dann baue ich halt einfach die Standardkonfiguration mit entweder mit Eisenblöcken halt für T1er und Smaragdskrone. Ich möchte nur mal merken, dass der Baum sofort auf Discord schon seit 2 bis 3 Jahren nicht mehr beschrieben wird. Ja, liegt das an mir? Ich gehe halt dann davon aus, dass die Leute halt alle happy mit der Standardkonfiguration sind. Und meine paar Leute haben es mir halt auch im Chat direkt mitgeteilt, beziehungsweise wenn sie mit ihrer Abo-Message. Also so war es ja nicht. Ja, also ich würde sagen, dieses Ding hier muss weg. Und dann können wir nämlich die Straße hier auch wegziehen. Welche Option gab es denn? Neverride nicht, aber Ancient Debris und Diamant ist für T3. Und Gold für T2. Beziehungsweise es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch noch keinen gehabt, der zum Beispiel einen 2x2 Baum haben wollte. Da sind dann die Maßstäbe auch nochmal ein bisschen anders, weil ich kann keinen 2x2 Baum aus Diamanten machen. Also sorry. Das stört mich jetzt. So, eins nach dem anderen. Erstmal den Schulkerbox-Unloader. Und danach habe ich wahrscheinlich schon wieder genug von Redstone für einen Tag. So, pass auf. Schematic Placements. Wir laden mal die Schematic. Schulkerbox-Unloader.
So, und jetzt müssen wir eine Schematic platzieren. Ich hasse das, dass die irgendwie denselben Namen immer 10-mal brauchen. So, Schematic Placements. Das ist der Shulkerbox Unloader. So, wo hat er den jetzt hingepackt? Hier. Wieso sehe ich nichts? Ich habe doch den Shader aus. Ja, Shader ist aus. Ach so, warte, ich habe... Ja, ich habe hier mit... Das ist halt auch mal so, so überkompliziert mit den ganzen... Dass halt alle diese Mods natürlich auch alle ewig viele eigene Hotkeys haben. Darf ich bitte einen Lapis mit Goldstamm haben? Weil Goldstamm ist T2. Aber Lapis würde als... Lapis-Krone. Warte. Lapis ist... Ist das T2? Lapis ist ja selten, aber mit Fortune 3 kriegt man ja ewig viel raus. Und das ist renewable. Also eine Lapis-Krone... Da auch sonst keiner solche Wünsche äußert, wäre das mit der Lapis-Krone auf jeden Fall okay. Warte, welche Höhe haben wir gerade? So, pass auf. Ich möchte... Easy Place Toggle war Button 4. Okay, das ist gut. M plus Page Up. So, das ist das, was wir haben wollten. Okay, wir müssen das Ding direkt schon mal drehen. So. Dann müssen wir es verschieben. Oh, ich hasse das so sehr. So, das hier ist der Output. Der muss hier drüber, über diese Chest. Und dann ist das der Punkt, wo wir die Schulker, die leeren, dann wieder rausziehen. Also, wenn wir das als Referenz nehmen. Ich hoffe halt nur, dass sich das jetzt nicht hier mit dem Ding beißt. Natürlich musst du nur mal ein bisschen Diamanten haben. Wie lange gilt die Belohnung, dich in Höhle Mine zu schicken? Das Problem ist, dass ich würde ja gerne jedes Mal so einen kleinen Vertrag reinschreiben in die Belohnungen, aber das, so viel Platz lässt einem Twitch leider nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Also bei einer Höhlentour würde ich sagen, vielleicht eine Schulkerbox voll mit irgendwelchen Goodies und sei es nur, dass es Lehm oder Andesite oder sowas ist, das man da rausgeholt hat. Weil Erze ist, glaube ich, ein bisschen viel. Bei einer Mine. Das Ding ist, wenn ich mir jetzt den Tunnelbohr angucke, da kommt nicht viel an verwertbarem Zeug raus. Also ich würde jetzt nicht mit einer Tasche voller Deep Slate, also keine Ahnung. Man könnte es natürlich so ein bisschen als Timing-Mechanismus nehmen, aber weiß ich nicht. So, pass auf. Jetzt. Jetzt total blöd. Doch, das. Und der. Moment, wir machen mal kurz. So. Einfach nur, dass ich nur den Umriss sehe. Shit. Das war die Befürchtung, die ich hatte. Das war die Befürchtung, die ich hatte. Wir müssen den Input auf jeden Fall verlegen. Das bedeutet Stress.
Wenn ich jetzt nämlich die Kiste abbaue, geht die nämlich direkt hier rein. Genauso wie die. Wie ist das? Reicht es, wenn wir den... Jetzt habe ich mich hier eingeengt. Reicht es, wenn wir den... eins nach links verschieben? Immer schön hydrieren. Ja, das können wir tun. Wait, wie viele Punkte hast du jetzt eigentlich inzwischen? Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo einsehen kann. Ich glaube aber nicht. Ich habe es zumindest noch nie gesehen. Wir wollen nach rechts, so rum. 28,6k. So. Jetzt. Wenn wir jetzt sagen... Sind wir jetzt immer noch hier drin? Nee, hier ist die Grenze. Hier ist die Grenze. Der ist fein. Hoffentlich. Nee, hier ist auch was. Das war meine Befürchtung. Kriegen wir das überhaupt hin? Der nächste Hopper ist halt direkt schon, ja. Es sei denn natürlich, ich meine, wir können natürlich den Output schon verlegen. Wie sieht's oben aus? Können wir den, wenn wir den nach oben verlegen... Passt der hier rein? Passt der hier in die Ecke? Müsst ihr eigentlich. Das sind 6. Dann haben wir hier halt einen Raumtrenner. Und sein Name ist Charlie. So, hier drüber ist der, sind die. Hier endet, oder? Ist das roter Sandstein? Nee, das ist kein roter Sandstein, das geht. Charlie, nicht, nee, nix Engländer. Kennst du, muss mal Sketch History suchen, denn dann weißt du, was ich meine. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. So, wir holen mal kurz unser Redstone-Kit raus. Okay, das ist natürlich jetzt total irritierend. So, pass auf. Daraus machen wir direkt mal eine Slab. Damit
wir die Kiste halt später problemlos öffnen können. Das muss eine Trap Chest. Beziehungsweise es muss keine Trap Chest sein. Aber ich habe festgestellt, das ist bei dem Shulkarbox Loader geht's nicht, aber bei dem Unloader kann ich oben mit einer Trap Chest arbeiten. Das hat den Vorteil, dass dann der Entpackprozess erst losgeht, wenn ich die Kiste wieder schließe. Was ich hoffe, was den ein oder anderen Unfall verhindern könnte. So, pass auf. All. Ach, wir haben sogar eine Tripwire-Hook übrig. Sehr schön. Aber wo jetzt noch eine Chest? Wo ist meine Kiste mit Holz und Speicherlösungen? Eine Trap-Chest. Du wiederholst dich, Gladeshift. Das ist die gleiche Idee von vorhin. So, Easy Place Mode on. Aber Easy Place brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Oh, auf jeden Fall, komm, wir nehmen ein paar Hopper mehr. Man kann jetzt gegeneinander S4 in Minecraft spielen. So, das ist ein Dispenser und der zeigt nach unten. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich kann eins runtergehen, oder? Ja, ich kann eins runtergehen. Hi, willkommen zum Stream. Was ist das hier für ein Yikes immer mit dem Dings? So, Schematic Placements. Wir gehen eins runter. Dann brauchen wir nämlich auch keinen Push hier beim Bau mehr. Wir können die Trap Chest. Dem HGL gegen den Matchmaking-Server braucht. Ja, so weit sind wir noch nicht. Pass auf, wir machen einmal Single Layer und dann. Der Grasbock gehört aber nicht dazu. So, dann haben wir da ein Barrel. Das Barrel ist kacke platziert. Oder? Kriegen wir es irgendwie hin? Weil in dem Barrel sollen die leeren Schulkerboxen ankommen. Aber das kann ich ja auch beliebig sonst wohin führen. Wohin führt mich das, wenn ich hier ein bisschen durchgrabe? Hier. Ja, das ist fein. This is fine. Also auf Barrel haben wir noch oben irgendwo.
So, und hier verlässt mich natürlich jetzt auch die Schematic. Ja, super, jetzt komme ich hier nicht raus. Wo habe ich meinen roten Sandstein? Der rote Sandstein, der immer als Markierung herhalten muss. Die farbige Wolle war damals neu. Och Gott, wie lange muss das denn her sein? Ist farbige Wolle nicht sogar noch... Ist doch spätestens ein Beta-Feature gewesen, oder? Waren wir nicht sogar Alpha? So. Dropper. Dispenser. Observer. Redstone, Blöcke, Torches. Ich nehme einfach jetzt mal alles mit. Piston, Sticky Piston. Comparator, Repeater. So, dass wir auch wirklich für alles gerüstet sind. So. So, einmal kurz Easy Place Mode. Das, nämlich der dann auch direkt das Richtige nimmt. So, der hier ist jetzt halt, genau, das hier ist, da wäre normalerweise das Barrel, das müsste aber trotzdem funktionieren. So, dann nächstes. Falsche Richtung. So, ein Comparator, einmal Red Sandstone und hier muss ein Dropper hin, der nach oben zeigt. Zumindest zeigen Dropper immer in die Richtung, in der man sie platziert. So. Boom. Der will, das, der muss nach unten zeigen. Das, dann ist Easy Place jetzt auf jeden Fall einfacher. Observer. Sticky Piston. So. Jetzt brauchen wir mal kurz ein Testobjekt. Haben wir mal kurz irgendwo eine Schulkerbox zur Hand. Na. So. In diese Schulkerbox packen wir Steine. Klingt gut. Das klingt vielversprechend. Das klingt fein. So. Die Schulkerbox ist hier und die Steine müssten dann hier unten gelandet sein. Wir probieren es gerade nochmal, wir testen es gerade nochmal irgendwie mit irgendwas, was am Anfang der Reihe ist. Eine KI in Minecraft mit Redstone. Holy shit. Ja, aber Berufsleben, es ist schon, man geht schon an manche Sachen anders ran, wenn man berufstätig ist. So, pass auf, was ist das erste Item, was wir hier haben? Wir haben als allererstes nichts, nee, wobei, nee, doch, wir haben, wir nehmen mal hier den Block raus. Wenn das funktioniert, ist der ja am Ende wieder genau da drin.
Abgesehen von dem, was im Filter war, aber ich weiß nicht, ob der Filter überhaupt. So. Wenn das jetzt klappt, müssen wir das Ding nur noch ein bisschen verschönern, dass es sich besser einfügt. Sieht gut aus. Ja. Und hier kommt die Schulkerbox zurück. Yes. Genau das, was ich wollte. So. Den Hopper packen wir aber weg, weil wir brauchen immer noch eine normale Input-Chest für lose Items, die Leute nicht durch den Schulkerbox-Unloader gejagt werden müssen. Und dann packen wir hier, machen wir wieder zu, hier oben. Machen wir zu, das sollte eigentlich kein Thema sein. So. Und dann packen wir die Ender Chest wieder dahin. Was mache ich denn? Ich kann doch die Ender-Chest aus dem Sortiersystem nehmen. Die ist doch gerade da reingefallen. Die müsste jetzt eigentlich ganz unten sein. Irgendwo in einem der letzten Hopper. Yo, hello. So, Ender Chest. Packen wir hier hin. Dann haben wir das Ziel erreicht. Hier machen wir wieder zu. Hier, das müssen wir vielleicht ein bisschen schöner lösen mit Licht. Ich weiß gerade noch nicht, wie wir das Barrel ordentlich beleuchten wollen. Kann man sehen, wo die Schulkerbox normalerweise wäre? Weil der Schulker ist ja unter diesem Dispenser hier. Das heißt, wir machen mal kurz hier die Steine weg. Dann machen wir hier ein Sichtfenster rein. So, damit das auch im Hintergrund ordentlich aussieht, machen wir hier so. Ich finde es nice, was gerade, dass in meinem Chat einfach gerade darüber eine Diskussion geführt wird, ob man Minecraft in der Siedler-KI imitieren kann. Während ich mich hier schon mit relativ simplen Redstone abmühe. Wobei ich finde, gut, der Redstone, selbst wenn man den Redstone an sich verstanden hat, ist halt immer das Ding, wie integriert man das nahtlos in ein bestehendes Gebäude, was nicht von vornherein dafür ausgelegt ist. Wenn man, finde ich, nicht so gut in Redstone ist, dann kann man, weiß man, finde ich, auch nicht, wie man halt spätere Redstone-Schaltungen direkt schon in der Architektur berücksichtigt. Das ist halt auch so eine Hürde. So. Funktioniert dieses Ding noch, wenn wir hier, Moment, so, ich mache jetzt mal die Schematik, mache ich jetzt weg. Wir arbeiten ja nicht mit Slime-Blöcken oder so, das heißt eigentlich, wenn ich jetzt hier ein paar Treppen drüber setze, mit denen man hier drüber laufen könnte, dann wäre das voll okay. So, wir müssen gleich das Ding nochmal testen.
Ich nehme nochmal hier irgendwie die Pilzblöcke, dass wir gleich nochmal einen Testrun machen können. Nicht, dass meine Aufhübschungsversuche das Teil jetzt komplett rippen. Das Problem haben viele, die ihr Smart Home nutzen wollen. Die besten Sachen gehen nur mit Steuerleitung. Wenn die nicht in den Wänden angebracht wurden, Leerrohre fehlen, dann wird das Nachkosten sehr schwer. Ja, wobei ich glaube, da kann man ja auch schon ein bisschen nachhelfen. Also viele Sachen kannst du ja auch über WLAN steuern. Ist natürlich nicht so safe. So, pass auf. Wir brauchen 6 und wir brauchen nochmal 4. Na, komm her. Aber das ist auch zum Beispiel etwas, was ich in meinem permanenten Wohnsitz irgendwann haben möchte. Ich will LAN-Verbindungen haben. Ich meine, ich streame ja jetzt auch gerade über WLAN und wenn es gut läuft, läuft es auch gut. Aber eigentlich will ich heutzutage eigentlich zu Hause LAN haben. Ich sehe auch nicht ein, darauf heutzutage noch zu verzichten. Warte, funktioniert das, wenn wir jetzt hier nochmal mit, ich gehe jetzt aus dem Dings die holen. So, 6 Stück. Ob hier keine Treppen drin sind. Unsere Stonecutter-Freundin hier hat übrigens auch, eigentlich lebt die auch auf gebliebener Zeit. Ich will endlich diese Scheißblöcke wieder in der Wand haben. Und die hat eigentlich keine Existenzberechtigung mehr. Sie existiert nur noch wegen meiner Gnade. Okay. Okay, fuck. Das ist... Das müsste man hier machen. Aber dann braucht man die Slabs dafür nicht. Na, komm her. So. So, selbst wenn wir jetzt hier, ja. Das hier ist jetzt halt ein bisschen sketch. Ja, das kriegt man vielleicht noch ein bisschen aufgehübscht später. Aber zumindest das hier geht. Dann machen wir nämlich hier und hier. Dann haben wir unseren Schulkerbox-Loader. So, und wenn das jetzt funktioniert, wie ich es mir vorstelle... Dann können wir hier die Schulkerbox sehen, wie sie entladen wird. Hier gehen die Items durch, das sieht gut aus. Ja, komm. Müsste jetzt gleich fertig sein. Boom. Okay, hier ist ein Steinblock drin gelandet. Das ist nicht so schlimm. So. Die sind durch. Wieder ein Automatisierungsfeature für Crossroads Temple hinzugefügt. So, der ganze Shit kann wieder hier rein. So, das kommt auch wieder in seine... in die Dings. Und dann können wir den Schulkerbox-Unloader schon mal streichen. So. Wir haben hier noch ein paar Leute, die einen Baum haben wollten. Darunter einen mit Lapis Lazuli als Krone. Das sollten wir vielleicht mal gerade erledigen. Das müssten die letzten 4 Bäume in der Richtung sein. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, groß noch mehr zu machen. Ich würde sagen...
Wir haben im Moment Renderdistanz 12. Ich würde es gleich nochmal... Standard ist 16, oder? 16 ist Standard in Vanilla. Weil ich finde, es macht nicht Sinn, die Richtung da weiterzuführen, als man mit Renderdistanz 16 von hier aus sehen kann. Dann wird es mehr Sinn machen, in der Richtung weiterzumachen. Oder von mir ist auch... Na gut, da drüben ist halt alles verdeckt. Hier ist halt auch die Frage, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Bereich hier mache, ob ich das wieder freigebe, weil das ist halt nicht cool. Okay, let's see. Wir benötigen Eisen. Eisen haben wir hier drin. Wir benötigen Smaragdblöcke. Und Schilder. Habe ich noch irgendwo Schilder drin? Ja, einige. 1, 2, 3, 4. Wir benötigen 4 Glowing Sacks. Die muss ich in Zukunft auch farmen. Und dann brauchen wir 3-mal lila Farbe und 1-mal orangene Farbe. Und wir brauchen Lapis Lazuli Blöcke. Ich merke gerade, der Baum wird teuer. Aber ganz ehrlich, sei es drum. Da habe ich mal einen Grund, das Zeug auch hier zu verwenden. Ich glaube, mehr als einen Stack von jedem Erz übrig zu lassen, ist halt auch Overkill. Ist die Farbe des Abos? Ja, für das Schild. Also ob es Patreon, Twitch oder jetzt über YouTube-Kanalmitgliedschaft ist, dann wäre es halt entweder lila, orange oder rot. Das ist aber halt, das sagt eigentlich nichts aus. Lapis ist halt auch so ein Ding, was man eigentlich mal farmen müsste. Weil ich meine, klar, es gibt es zwar von den Clerics, aber nicht in so rauen Mengen. Da, aber dafür kommt halt auch aus jedem Ohr halt direkt, also aus einem Ohr, da hat man dann schon so viel wie aus 2 Trades von so einem Villager. Moment, wir ziehen gerade den Elytra an, dann kann der nämlich auch nochmal repariert werden bei der Gelegenheit. So, pass auf, das ist fast voll. Haben sie das Zeug gerade mit Glück 3? Ja. Lapis Lazuli ist echt extrem mit Glück 3. So, das sind auch auf jeden Fall genug für den Baum. Also ich brauche definitiv nicht die kompletten 2 Stacks an Blöcken. So, das sollte es tun. Moment, wir brauchen noch die Birkensamen. Wobei, doch, ich habe die schon hier drüben. Ich hatte die schon gemacht. Als ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe, gab es noch kein Schild. Aber du meinst den Schild für die Offhand, oder? Nicht das Schild zum Draufschreiben. Oder? Insert Padme-Meme hier, oder? Oh, die sind ziemlich hoch, die Bäume. Das zum Blocken. Boah, ich weiß gar nicht, wann das dazu kam. Du hast eine Menge verpasst.
Minecraft ist inzwischen doch sehr krass. Komplett neues Kampfsystem. Ja, für PvE finde ich das auch auf jeden Fall besser. Beim PvP bin ich nicht so drin. So, pass auf. Okay, das reicht doch definitiv mit dem Lapis Lazuli. Na. So, Nummer 1. Ah, super. Hier. Ich muss wirklich mal allen meinen Werkzeugen noch eindeutige Namen geben, weil sonst wird das sehr uncool mit der Unterscheidung von meinen beiden Spitzhacken. Ich hab... Ja gut, jetzt habe ich sowieso jedes Mal das Gleiche. So, das hier ist die Fortune-Spitzhacke. Das ist schon mal die, die ich nicht haben möchte. Okay, doch, die sind ausreichend beleuchtet. Ich wollte schon sagen, wäre uncool, wenn Gegner auf den Kronen spawnen würden. Zalkin, danke fürs Abo. Jetzt muss ich dich auch noch irgendwie unterbringen. Das heißt, wir brauchen doch nochmal einen neuen Baum. Soll ich denn jetzt auf die Schnelle einen neuen Baum herkriegen? Na, nein. Wollte keine Arbeit machen. Hey, das gehört dazu. Das ist das Mindeste. Ich bin nur
wir gleich erstmal gucken, ob das überhaupt Sinn macht, den hier hinzupacken oder ob wir den auf die andere Seite packen. Da sind so viele Zuschauer bei Minecraft. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es sind, weil ich zu den Streamern gehöre, die die Zuschauerzahl ausschalten. Aber gut, seit meinem Gastauftritt bei Maurice Weber habe ich natürlich auch mehr Twitch-Follower. Und da sind vielleicht auch ein paar dabei, die mich jetzt, die vielleicht auch Minecraft interessant finden. So, und hier sollen es ja dann die Lapis-Lazuli-Böcke sein. Angeblich sind es 5, aber es schreiben so viele Leute im Chat, die nicht ich sind. Zwischenseits einsieht der 4 Pazifisten, Milo, das Team ist komplett an mir vorbeigezogen. Ja. Das ist immer so eine Sache, die Sachen außerhalb von YouTube auch ordentlich zu bewerben. Da bin ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht so hinterher. Ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, ey, du musst mal deinen Patreon pushen. Und ich mir so, nein, will ich nicht. Ich will nicht meinen Patreon pushen. So, ich will nicht in jedem Video dann immer auf Patreon verweisen oder ja, auch irgendwie eine riesen Liste abspulen mit den Leuten, die da sind. Also keine Ahnung, es gehört, finde ich, nicht so wirklich ins Video. So, wir haben jetzt einige Leute. Wir haben einmal Gabun 4. Wir haben Maximus Gramens. Boah, passt das überhaupt in eine Reihe? Yo. Wir haben Nidir. Und wir haben Anyman. Die machen wir mal alle schön farbig und dann lassen wir die auch alle schön leuchten. Ich bin noch kein FDP-Wähler. Zumindest habe ich letztens einen anderen kleinen Stream auf dein Blasrohr-Style-Video reagieren lassen. Was war die Reaktion? So, ich muss mal kurz die Bäume, die wir jetzt hinzugefügt haben, in mein Excel-Dokument reinpacken. In der Zwischenzeit lasse ich vielleicht das Game mal gerade auf Renderdistanz 16 laden. So, einmal kurz die Dings aufmachen. Er hat es richtig gefühlt, auch wenn er sicherlich keine Ahnung hatte, was er da gerade sieht. Blasrohr-Style ist halt auch einfach Love. Ich hoffe, es war die HD-Edition. Aber eigentlich hättest du mir noch das Video über den Blasrohrschützen zeigen müssen, wo das ursprünglich drin war. So, wir hatten Gabun 4.
Und wir hatten Handyman, der hatte aber nicht den Smartbox, sondern Lapis Lazuli als Krone. So, das ist alles T1er. Also ja, mit Endscreen im Videoverweis auf Twitch. Ist gut, kein Weh. Ist, ja, YouTube, also da Links reinpacken ist so eine Sache. Das ist ein bisschen beschränkt, wenn es um Sachen geht, die nicht direkt zu YouTube gehören. Ja, ich habe jetzt keinen Optifine-Zoom. Also die Bäume da hinten sieht man gar nicht mehr, was ein bisschen lame ist. Also ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn wir... Hier geht auf jeden Fall. Hier ist halt die Frage, ob ich da drüben damit Bäumen anfange, ob sich das lohnt. Wir müssen die Straßen auch eigentlich dann irgendwann mal benutzen, wenn sie mal irgendwo hinführen, weil sonst ist das mit den Bäumen halt auch ein bisschen sinnfrei. Aber am Ende fast-travelt man halt dann doch eigentlich immer über Elytra oder über Neverhub. Ach du Scheiße, der Sand ist voll. Wieso ist der Sand so voll? So, wir brauchen 8 Sandstone. Beziehungsweise, komm, wir machen direkt mal ein bisschen mehr. Wir bereiten mal direkt 8 Bäume vor. Wir haben hier sowieso auch die Birkendinger. Kannst dir eine Schiene legen. Ja, aber eine Schiene jetzt auf die Straße ist auch ein bisschen weird. Denn früher habe ich halt auch immer so gerne so Skylines gebaut, wie sie Gronkh in seinen alten Videos gezeigt hat. So, wo ist... Wir brauchen ein bisschen Bone Meal. Zumindest der eine Baum müsste halt schon relativ fix wachsen. Das sollte genügen. Ich mache auch mal gerade schon mal direkt den Eintrag, weil jetzt muss ich eine komplett neue Tabelle anlegen. Und ich stelle auch fest, ich muss immer noch... So, wir haben hier keine Namen mehr. So, wir haben dann... So, das ist der grüne Part. Und ich hoffe, dass das dann auch geht mit, genau, mit problemlos ersetzen. So, dann mache ich auch hier die Standardmaterialien wieder über allen rein. So, und überall Smaragdblöcke. Mal 5 Minuten Sterne schon hast du 9 Zuschauer. Muss ich mal erstmal wieder alle vergraulen. Bin gespannt. So. Das Ding kommt weg. Hier der Shit kommt weg. Das sieht ja nach nichts aus. Ich weiß nur gerade echt nicht, beim besten Willen, ob, ich weiß nicht, ob ich hier für die Blöcke überall eigene Sortierdinger habe, weil ich mit Quarz nicht so viel arbeite. So, tschüss, Ziehobjekt. War schön mit dir, aber hier warst du eh nicht passend. Plötzlich nur 7 hat wohl funktioniert. Wie hier meine Karriere als Streamer einfach torpediert wird. Wo sind die? Ich habe doch gerade Treppen rausgeholt. Wo sind die hin? Bin ich jetzt blöd? Ach, ich habe die nicht geschnitten, ne? Ich habe die nicht zurechtgeschnitten. Ich habe keine Treppen rausgeholt. Ich habe nur die Blöcke rausgeholt. Und ich habe die noch, hätte ich noch schneiden müssen.
Ganz ehrlich, mir ist gerade die Zuschauerzahl auch sehr egal. Ich bin einfach froh, dass mal ein bisschen Aktivität im Chat ist. Die Chinchilla-Emotes werden auch viel zu selten gebraucht. So, ganz ehrlich, ich ändere jetzt nicht hier jede Schlucht, die hier drin ist. Okay, ich habe jetzt irgendwie nur 6 Dinger mitgenommen. Ja. Klasse. Ich brauche doch noch mal ein paar mehr. Okay, Creative wieder mit seinen alternativen Fakten. Tierobjekt bauen? Nein. Das ist immer noch eine Minecraft, nicht eine Minecraft, eine Siedlerbelohnung. Und ich erstatte auch keine Punkte mehr. Hab genug Punkte. Ja, deswegen habe ich ja jetzt auch neue Belohnungen eingebaut. Weil es offensichtlich nicht genug damit zu tun gibt. Boom, so. Und der linke. Sehr schön. Ich habe aber ein neues Trojaner-Signum beantragt, die ich gerne hätte. Und die nutze ich dann, um deine Maya statt anzugreifen. Verräter.
Die Maya sind hier Verräter. Oh, da habe ich ja letztens noch einen Kommentar bekommen. Anscheinend ist das halt echt so in der, ich glaube, in der neuen Welt-Handbuch, wo dann der Kampagnenbeschreibung einfach direkt steht, ja, die Mayas halten einfach alle für Götter, die zu ihnen kommen. Und man liest das so und denkt so, wow, das ist tatsächlich etwas dezent rassistisch. Vor allem, weil diese ganze Story halt auch Propaganda war, dass Montezuma den Cortez für einen Gott hielt. Oder halt für die Inkarnation von Quetzalcoatl oder so. Aber es ist halt so ein Mythos, der sich halt auch natürlich hält. So, dann haben wir hier ein Salkin und dann brauchen wir noch einmal Farbe und einen Glowsquid Ink Sack. Wie gesagt, von dem brauchen wir auch auf jeden Fall noch mehr. Ich hab die immer weggeschmissen, das ist nicht so gut. Meinst du, wenn es hier bekannter wäre, würde das Spiel wegen Rassismus gecancelt werden? Nein. Nein, also wir haben, ich meine, ich habe zwar mit, bei dem, auch als ich bei Maurice im Stream war, haben wir auch ein bisschen darüber geredet, dass manche von den Sachen, die halt dargestellt werden, also auch, wenn man bedenkt Völker oder so und dann sagst du halt einfach eiskalt, ja, es sind die Asiaten und dann war irgendwie für Siedler 5 mal irgendwie Afrikaner als Volk geplant und denke ich mir so, kann man machen, dann muss man aber auch, dann darf man aber auch nicht mehr, kein Volk mehr Römer nennen, sondern muss man sagen, das sind Europäer. Dann kann man das bringen. Auf der anderen Seite ist Wikinger halt eigentlich auch nicht technisch gesehen korrekt, weil Wikinger eine Berufsbezeichnung war. Aber das ist halt das Fiese ist ja, dass sich Ubisoft ja Gerüchten zufolge zumindest ja deswegen gegen die historischen Völker entschieden hat, wie man sie bisher kannte. Und dann halt, weil man halt keine Stereotype bedienen wollte und solche Geschichten. Und dann kommen sie halt mit den Jorn, die halt jedes Wikinger-Stereotyp bedienen. Ich habe gehört, die wollten mal ein fünftes Volk machen. Von dem fünften Volk für eins der alten Teile? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Guybrush von der Weile mal ein bisschen was zum ursprünglichen Plan für Siedler 5 gesagt hat. Also bevor daraus Erbe der Könige wurde. Da sollte es wohl in die Richtung gehen, Olympiaden und deswegen dann halt mit Griechen, Afrikanern und die Asiaten sollten nur wieder zurückkehren. So, die Sachen können hier rein. So, habe ich hier alles drin? Jo. Das heißt, das ist auch abgearbeitet. Habe ich die Namen rausgestrichen? Nein. Das kann ich jetzt tun. So, was wir heute auf jeden Fall noch schaffen sollten, ist ein bisschen rumzufliegen und hoffentlich ein paar Dinger zu finden. Komm, wir gucken mal hier in dem Gebiet, weil hier war mindestens ein Dorf in der Ecke. Hat sich ja irgendein Verantwortlicher mal für Siedler 5 entschuldigt. Ich meine, so als Grabstein der Siedler-Serie, wenn man es genau nimmt. Meine, es war halt, glaube ich, auch zu einer Zeit, wo RTS halt sehr im Kommen war und halt Aufbau ein bisschen geschwächelt hat. Also ob das so 100% die Entscheidung der Entwickler war, die da ja auch ursprünglich was anderes machen wollten und das hat nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, keine Ahnung. So, hier ist das Dorf. So, hat das Beetroot? Das sieht im Moment nicht aus, als hätte es überhaupt irgendwas. Wovon lebt ihr? Jetzt mal ganz ehrlich, wovon ernährt ihr euch?
Ihr baut ja gar nichts an. Ich will doch nur ein paar Beetroots holen. Was ich jetzt natürlich verdrängt habe zu tun, ist Knochenmehl mitzunehmen. Da hätte ich nämlich direkt auch wieder ersetzen können. Hast du schon das neue Siedler gespielt? Nein, dafür müsste ich doch Geld ausgeben. Das tue ich nicht. Noch ein Ruined Portal. Und dann hätte ich auch Bock, die ganzen Ruined Portals einfach mal zu aktivieren und zu sehen, wo sie mich hinführen. Auf die Gefahren, dass dann halt überall im Nether irgendwo verstreute Portale sind. Dass das neue Siedler kacke ist, das war aber auch schon ein Jahr lang bekannt vorher. Ich frage mich auch immer noch, warum sie es verschoben haben, wo sie am Ende sowieso fast nichts geändert haben und eigentlich nur ihre bereits gemachten oder getroffenen Entscheidungen verteidigt haben. Ist hier kein, als ob hier kein Dorf ist. Also auf der Karte sieht das halt echt so aus, als wären hier Gebäude, aber es ist tatsächlich einfach nur die Bäume. Ist das Dark Oak? Nee, es ist Jungle, oder? Das war, glaube ich, das erste Dschungelbiom, was wir gefunden haben. Wo wir dann aber entschieden haben, dass das nicht so geeignet ist für unsere Maya-Siedlung. Oder wo ich dann entschieden habe, dass das so ist. Aber als ob hier nicht mehr Dörfer... Hier mussten doch mehr Dörfer gewesen sein. Als ob es nur ein Dorf auf dieser ganzen Map gab. Also ich habe Karten gehabt, da waren irgendwie 9 Dörfer. Weißt du, wenn du so ein Ding suchst, da... Wenn du so ein Ding suchst... Da suchst du dich dumm und dämlich. Und sobald du was anderes suchst, wirst du mit Dörfern bombardiert. Du kriegst ein Dorf und du kriegst ein Dorf. Alle kriegen Dörfer. Jetzt hab dieses Dorf aber auch nur Weizen, wie es aussieht. Wie lame ist das denn? Schon mal Empire Earth gespielt. Nee, Empire Earth habe ich tatsächlich nichts mit zu tun gehabt bis jetzt. Age of Empires 2 ist halt... Da habe ich halt auf jeden Fall... Erinnerungen dran. Also gerade halt, ich hab die Erweiterung nie selber gehabt. Aber halt die ganzen alten Kampagnen hier mit Joan of Arc und Saladin und so. Das ist halt schon ikonisch. Man, da gibt es auch noch so ein paar Spielereien, wo ich eigentlich meinen würde, dass ich sie mögen sollte, aber. In die ich nie so richtig reinkomme. Civilization zum Beispiel. Da versuche ich mich gelegentlich mal dran und komme da einfach nie so wirklich rein. Was ich eigentlich total schade finde. Aber es gibt einfach ein paar Spiele, da schaue ich lieber Leuten zu, die Ahnung haben, als mich da selber irgendwie zu versuchen. In den ganzen Spawn-Chunks ist auch einfach kein Dorf. Ja gut, wenn man sich das Gebiet hier so anguckt, so riesig ist das gar nicht. Was hältst du eigentlich von einem sehr großen, zügigen Höhenlimit in Minecraft? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das hochgegangen ist. Das ist eigentlich eher noch zu niedrig, wenn man mal richtig große Sachen halbwegs mit Maßstab bauen will. Ich meine, ein normaler Berg ist ja nicht nur 200 Meter hoch.
Da drüben müsste Crossroads Tempel sein. Ja, tatsächlich ist sogar noch ein Stück weiter weg. Da ist eine Ravine. Wie man Millionen von Blöcken auf der X- und Z-Achse, aber Block Y und Achse dann plötzlich nur minus 64 bis 319. Ja gut, aber das ist halt der Preis dafür, dass es halt in die andere Richtung so unbegrenzt ist. Und du musst ja bedenken, dass nach unten musst du ja immer vollständig generieren und auch laden. Ich meine, es gibt zwar auch die dreidimensionalen Chunks, ich glaube, das ist jetzt sogar ein Standard-Feature in Minecraft. Glaube ich. So, wir füllen einmal kurz die Flugausrüstung auf. Ja, man müsste halt für unbegrenzte Höhen, beziehungsweise es gibt ja auch Cubic Chunk als Mod, wo das dann geht. Man müsste halt dafür die komplette Chunk-Art und Weise halt komplett neu strukturieren. Oh, der Fluss hier wird auch kacke, darüber eine Brücke zu bauen. Und hier wäre schon das Ende des grünen Pfads dann. Da ist ein Wüstendorf, aber ich glaube, ein Wüstendorf hat nicht unbedingt Beetroot, oder? Zu meiner Zeit war das Limit 127. Ja, das kommt noch dazu. Es war halt mal viel, viel weniger. Hier ist halt echt gar nichts. Wo findet man Beetroot? Ganz ehrlich, ich finde es auch erstaunlich, dass ich noch nichts an Beetroot gefunden habe. Found growing in villages, ja, aber im bestimmten? Nee, oder? Es ist nichts festgelegt, dass das bestimmte Villages sein müssen, also in einem bestimmten Biom oder so. Aber auch bei diesem Biom, bei diesem Village frage ich mich halt schon wieder, wovon lebt ihr? Gut, wahrscheinlich ist es ein Fischerdorf. Aber Ackerbau sehe ich hier nicht. War das ein Pillager? Okay, nein, du bist einfach nur sehr weit rausgelaufen. Jäger und Sammler. Ja, aber was willst du denn in der Wüste groß sammeln? Ich meine, klar, man kann auch zum Beispiel bestimmte Kakteenarten, ich weiß, das ist so ein alter Survival-Tipp, dass man da das Fruchtfleisch kaut, aber nicht verschluckt, damit man halt, oh, Sweetberries. Da sollten wir mal welche von mitnehmen. Aber ja, also was willst du denn groß in der Wüste sammeln? Ach, ich habe
du, ach, das sind Pferde. Ich dachte, die haben da irgendwie so einen eingezäunten Obstgarten. Kürbisse haben sie auch eine Menge. Aber sieht auch hier nicht wirklich nach viel Agrikultur aus. Dann gehen wir halt nach oben, beziehungsweise nach Norden. Deshalb habe ich auch die Karte halt im Tempel umgehangen, damit sie genordet ist. Das ist auch so ein Ding, was mir in letzter Zeit häufiger bei Hardcore-Streamern auffällt. Wie viele Raketen die Leute benutzen. Mir gefühlt alle 5 Sekunden eine Rakete gezündet. Ich denke so, ja, kein Wunder, dass du ständig in deine Schulkerbox gucken musst. Man kann so viel Momentum einfach nur, wenn man ein bisschen nach unten neigt, schon kriegen und sich dann wieder nach oben katapultieren. Ich mache das hier ja gerade nicht mal gut. Hier nichts ist. Da ist eine Pyramide, aber ich glaube, die haben wir wahrscheinlich schon gelootet. Jo, hier sind Fackeln von mir. Ich glaube, hier müsste der Zyan-Pfad irgendwo dann enden, wenn wir ihn durchgezogen haben. Und hier sind noch Bienen, genau, die sind ja weggeflogen. Die sind ja weggeflogen und nicht wiedergekommen. Okay, pass auf. Das Gebiet um die Raid Farm rum, das könnte was haben. Ich will jetzt nicht in neue Gebiete, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nirgendwo hier in den Gebieten, die ich erkundet habe, Beetroot zu finden ist. Creative haut erstmal eine Wall of Text draus. Da freuen sich die Wortleute. Jetzt übrigens Tag 1916. Die Karte und der Schild, die brauchen schon viel Platz auf dem Screen. Da sieht man auch gar nicht so viel von der Umgebung, wie man sich wünschen würde. Aber dafür, dass ich die Renderdistanz hochgestellt habe, läuft das doch gerade erstaunlich flüssig. Ich meine, gut, ich habe Shader ausgemacht, aber... Ach, hier ist sogar ein Dorf, aber das sieht auch nicht sehr vielversprechend aus, weil das komplett kaputt ist von der Generierung.
Okay, tschüss. Da ist ein Creeper. Habe ich keinen Vertrag mit. Da ist direkt noch ein Dorf. Und ich sehe sogar Rauch. Also das könnte vielleicht... Bitte habt Beetroot. Ihr habt Kürbisse, ihr habt Weizen. Das sieht aber nicht so vielversprechend aus, to be honest. Da sind Wölfe. Oder? Doch, da ist ein Wolf. Sweet. Der Code von Minecraft ist eine Schande, ja. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie einige Leute denken. Wenn du richtig schlimm Code sehen willst, ist Yandere Simulator ja anscheinend richtig schlimm. Ich sag nur, die Zahnbürste. Nee, eine kleine Insel, weil nichts drauf ist. Besonders als ich aktiv gespielt habe, war der Code Größsammel. 1.15 hat ja richtig viel unter der Haube gemacht. Das vergessen, glaube ich, auch irgendwie viele. Aber wenn ich bedenke, wie viel Ärger Mojang mit der Community kriegt, wenn jetzt die letzten Updates jetzt nicht so riesig waren. Also 1.17, 1.19. Gut, 1.19 muss man dazu sagen, haben sie sich auch ein bisschen selber reingeritten, weil sie Sachen gezeigt haben und dann am Ende einfach nur gesagt haben, ja, ein Concept Art ist ja kein Versprechen, dass das passiert. Und ich bin so, ihr habt es gezeigt und ihr habt es so präsentiert, dass das kommt. Ihr hättet ja auch einfach sagen können, ey, wir haben es nicht so hinbekommen, wie wir es haben wollten, deshalb ist es verschoben, so wie wir es mit diesem Archäologie auch gemacht haben, aber das wäre ja schlau gewesen. Ich finde es übrigens krass, dass sie einfach zwei große Badlands-Biome relativ nah am Spawn haben. Das ist auch ziemlich lucky. Also manche Leute suchen ja wirklich ewig danach. Wobei der Hauptgrund für ein Badlands-Biom dahin zu wollen, ist für mich halt roter Sand. Das kriegst du im Zweifel auch durch den Wandering Trader und dann halt Sandduplikator und gib ihm. So, kommt jetzt bitte mal irgendwo ein Scheißdorf. Es wäre gut, wenn hier irgendwo ein Dorf... Weil nee, hier sind wir zu weit weg von der Raid-Farm. Wir bräuchten irgendwo ein Dorf in der Nähe von dem Pillager-Außenposten. Damit wir da gegen Raids kämpfen können. Ist einfach ein Trauerspiel. Dafür habe ich bei Dörfern anscheinend echt wenig Glück. Also zumindest auf diesem Seed.
Okay, Elytra hält noch. Müssen wir gleich mal reparieren gehen. Ah, sieht alles nicht so gut aus. Hat der Wandering Trader nicht auch manchmal Beetroot oder täusche ich mich da? Ich meine, gefühlt hat er ja nur nutzlosen Shit, aber wenn man den Shit mal brauchen würde, hat er ihn meistens nicht. Da ist ein Dorf, aber ich glaube, da waren wir schon. Kürbisse, Sweetberries. Drüben sehe ich Weizen. Wieso habt ihr alle keine Beetroots? Ich bin gerade echt offended. Trauerspiel hier. Absolute Tragik. Hier nähern wir uns nämlich schon wieder den Spawn-Chunks. Gar keine Chance. Okay, hier ist die Dings. Hier war das der Spinnenspawner. Absolut sad. Das ist wirklich schlimm gerade. Also das bleibt wohl erstmal noch auf der Liste, würde ich sagen. Ist ja nicht mehr so, dass Beetroot wertvoll ist. Ich will es halt einfach haben, damit ich es habe. So, wir gehen mal kurz einkaufen. Dein Chat ist interessant, hier werden lustige Diskussionen geführt. Ach, du hast doch nicht mal das Interessanteste gesehen. Und schon ist das Ding geheilt, sehr schön. Aber so, wo wir schon mal dabei sind, komm, resette deine Trades. Resette deine Trades, hallo. Ich gestehe euch hier definitiv zu viel Freiraum ein. Wenn jemand meint, mich ignorieren zu können.
Ich will halt eigentlich keine normale Trading Hall haben, aber eigentlich muss ich mir das mal antun. Habt ihr irgendwas Sinnvolles? Nein, dann werdet ihr gleich schön rausgeschmissen. So, haben wir noch ein paar Betten. So ein Ort, wo wir Betten hinpacken können. Dann reißen wir nämlich jetzt dieses Haus hier, diese Häuser hier ein. So, der Großgrundbesitzer ist hier und er schmeißt die Leute raus. Von ihrem angestammten Land. Aber sie sind halt selber schuld, wenn sie ihr Haus nicht verlegen. Die Pläne für die Straße lagen schon lange in dem zuständigen Büro auf Alpha Centauri aus. So, ihr seid frei. So viel es euch auch bringen wird. Ihr werdet sowas von sterben. Minecraft fühlt sich wie ein Early Access an. Bra, das Spiel ist seit 10 Jahren Feature Complete. So alles, was seitdem kam, war zusätzlich on top for free. Doch die Mod, dass man per ChatGPT mit Villagern reden kann. Nein. Ich will nicht, dass die Villager mit mir reden. Ich will, dass sie mir gehorchen. So, Carpet. Ganz ehrlich, tschüss, Carpet. Carpet-Duper müsste ich eigentlich auch mal irgendwann bauen. Minecraft vor 10 Jahren, Minecraft heute sind komplett unterschiedliche Sachen. True. Hier sind doch noch Fisch. Ich habe irgendwann mal ganz viel Fisch reingepackt in dieses Fass. Der muss doch inzwischen eigentlich auch komplett lost sein. Ja, ich habe das Feeling eines Hobbyprojekts. Es ist ein Hobbyprojekt. Oder war es zumindest mal. So manche von den Sachen kriegst du halt auch nicht mehr raus, oder zumindest nicht ohne massiven Aufwand. Wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Mojang im Moment ein pures Bugfixing-Update oder ein Update, das so wenig Content hat, wie es halt hier Bees hatte, 1.15, das können die sich aktuell nicht leisten vom Community-Goodwill her. Die Nordleute da oben haben, wie ist die nochmal? Der Fisch, der nicht vergoren, dass man nicht per Flugzeug transportiert. Okay. Okay.
Kenne ich nicht. I don't know. So, das kommt weg. Ich hatte irgendwo eins speziell mit Nahrung hier. Weil ich ja nur noch Nahrung aus purem Gold esse. Moment, hier ist tatsächlich Concrete. Süßströmming. Okay, ist das Fisch? Ich hab das noch nie gegessen. Ich habe keine Ahnung. So. Das. Terrakotta kann weg. Gut, die Slabs muss ich manuell wegräumen. Hier, die können weg. Google das, damit du heute nichts mehr essen musst. Heute nichts mehr essen willst. Ich wollte mir eigentlich später noch Pfannkuchen machen. Ich habe heute Mittag extra den Teig vorbereitet. Okay, ich mache jetzt nicht mehr hier für den Trash. Know your fucking place, Trash. So, aber die Sweetberries sollte ich vielleicht mal gerade pflanzen. Und ganz ehrlich, das Glas benötige ich jetzt gerade auch nicht. Das kann auch in die Truhe. Falsche Richtung. Sweetberries muss ich mich echt damit befassen. Frage, meiden Tiere Sweetberries? Ich riskiere es mal nicht. So wie ich Minecraft KI kenne, sind die wahrscheinlich so... Och, wir laufen mal da rein. Smooth Sandstone. Ich hätte den normalen Sandstone weiter, hätte ich gerade mal behalten müssen. So, tschüss, Raw Cod. Niemand mag dich. Die Mobs in Minecraft meiden Sweetberries. Ich hoffe es. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Dings. Ich mache jetzt nicht den kompletten blauen Pfad heute. Das machen wir, glaube ich, in einem anderen Stream. Aber ich will zumindest mal, dass das wieder halbwegs in normalen Bahnen ist. Kannst auch Sweetberries in den Boden platzieren und dann Teppich drüber. Okay. Was habe ich denn hier gemacht?
Okay, das nervt mich gerade, dass ich dann immer nur ein Werkzeug in der Hotbar haben kann. So wie ich es jetzt gerade mache. So, boom, boom. Okay, das Ding können wir verlegen. Dann kommt, kann hier auch noch später welche hin. Müssen wir mal gucken. Das ist Silk Touch, jawohl. Macht, glaube ich, in dem Fall keinen Unterschied, aber trotzdem. Huch. So, dann ist das auch erledigt. So, schön essen. Und gibt es noch irgendwas, was wir hier gerade machen können? Das hier ist vertagt. Schlammgenerator machen wir heute nicht mehr. Schnellsten ausbauen auch nicht. Mit dem Kartenschreit. Ja, da muss ich mir was überlegen. Da habe ich eine an sich ganz coole Idee. Dann eine AFK-Plattform. Ja, es ist auch so eine Sache, eine Fawns-Rüstung. Weiß ich noch nicht, ob das so sinnvoll ist. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss. Ich bin auf jeden Fall wieder halbwegs im Groove, glaube ich. Ich habe ein paar Ideen, wie wir die nächsten Streams verbringen können, ohne dass ich groß ewig viel vorausplanen muss. Aber das machen wir nicht mehr heute, weil ich habe jetzt langsam Hunger. Von daher, ich wünsche euch noch einen sehr schönen Abend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.